Don't move, man, don't move. Bist du mit dem Zombie da? Lass mich. Ah! Ah! Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und wir spielen immer noch Minecraft zusammen mit dem Sergeant Maxikus. Und huch, hier ist ja noch jemand im Mondscheinschimmer. Ja, hören wir jetzt nur leider nicht. Ist Frau Bergström, die hier auch munter mitspielen möchte, aber kein Mikrofon hat. Hallo, Frau Bergström. Hallo. Und da sie tierisch Angst hat vor Zombies und Monstern, muss ich jetzt auf jeden Fall als allererstes einmal ein wenig Schwert und Werkzeug craften. Und währenddessen darfst du gerne etwas erzählen, wenn du möchtest. Du bist schon Gentleman, kann das sein? Muss ich ja, sonst würde sie nicht mitspielen. Ey, ohne Witz, irgendwas wollte ich dir heute erzählen. Was heißt heute, wollte ich dir jetzt erzählen? Oh nein, ein Zombie. Nein, ein Skelett. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war das. Komisch. Warte, ich mach die mal ganz kurz weg. Komm her, mein Lieber! Was machst du weg? Ja, den Skeletman. Den Skeletter. Ja. So, da Marie mich hört, werfe ich ihr das einfach mal jetzt hier hin. So, was wollte ich jetzt erzählen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade die Höhlenmucke an. Welche Höhle? Die normale? Nee, meine Höhlenmucke, die ich immer, oder die so ein bisschen das Höhlenfeeling untermalt. Ach so, na klar, ja, die. Richtig, deswegen gehe ich jetzt tatsächlich sogar in die Höhle nochmal. Denn ich finde das Bauen an der Butze am Tag immer ein bisschen schöner, dann kriegt man noch ein bisschen was mit. In der Nacht ist es nicht so schön. Und dementsprechend... Du willst jetzt in die Höhle gehen? Ja, gebratenes Huhn nehmen wir mit. Ist ja völlig verrückt. Ach komm, ja, dann komme ich kurz mit. Dann komme ich kurz mit. Ja, aber warte, ich muss noch kurz Fackeln machen. Ja, gute Idee. Fackels. Fackeln sind nämlich wichtig. Liebe Kinder, wenn ihr zuhört und irgendwann mal in die Situation kommen solltet, in eine Höhle gehen zu müssen, nehmt Fackeln mit. Ach, mache ich denn hier schon wieder. So, Fackeln, Fackeln, zack. Ich glaube, Frau Bergström genießt gerade hier die mediale Aufmerksamkeit. Wieso? Ich spack hier gerade völlig rum von meinem, ne, First Person Point of View, Alter. Point of View. So, bevor wir los müssen, ich komm mit, Max, aber... Ja, warte, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich habe irgendwas vergessen. Eine Schaufel war es. Siehst du, hätte ich nochmal machen sollen. Was willst du mit der Schaufel? Ich habe gern alle Werkzeuge dabei, dass ich dann nicht mitten drin denke, Schaufel muss ich nochmal machen. Damit du wieder genug verlieren kannst, ja? Ja, du kennst das doch. Ja, eben. Vor allem, das ist alles Eisen. Aber ist auch egal. Wir müssen mal... Was ist das hier? Ein Steinschwert? Ist ja ein Witz. Komm, dann machen wir nochmal alles... Ist ja ein Witz, ist das. So, vergiss die Fackeln nicht, mein Jung. Nee, ich hab 64er Stack Fackeln dabei. Meine Holzspitzhacke brauche ich eigentlich nicht, aber Stein. Ey, nimm alles mit. Achso, nee, das natürlich nicht. Ich hab jetzt alles aus Eisen hier. Ich hab schon wieder keine. So, jetzt haben wir alles dabei. Ich leg mal das Steinschwert weg, das brauchen wir nicht. Fackeln, 3 Stück. Meinst du, Frau Bergström kommt mit uns, oder? Ja, denke ich mal. Ist natürlich ein bisschen dämlich, dass wir sie nicht hören, ne? Ja, ist ja egal. Ich nehme mal freundlicherweise ein paar Fackeln für sie mit. Denn ich bin ja auch ein sehr zuvor, oh Gottes Willen, ey, völlig neben der Spur heute. Ja, ich war heute beim Amt, muss man dazu sagen. Und wenn man da einmal war, dann ist man danach auch völlig, völlig neben der Spur. Ja, wegen Beamtendeutsch und so? Ja, wegen Beamtendeutsch. Und auch wie die da drauf sind. Dann kamen wir da an, ja, warten Sie mal, wir bereiten schon mal alles vor. Sitze da eine Stunde vor der Tür, drin wird irgendwie Kuchen gegessen. Und dann kam noch eine von der Seite rein. Hey, Peter, sag mal, wie geht's denn dir heute? Und dann fing die da an zu telefonieren, dann hast du nicht gesehen. Ich dachte, Alter, lecko mio. Ach, ich aber das ist typisch deutsch, weißt du? Ja, ach, jedes Klischee wird tatsächlich manchmal erfüllt, ne? Ist das dein Hund, Tim? Ja. Ich hätte ihn jetzt umbringen müssen, einfach nur, weil du meinen umgebracht hast. Ja, aber hier, er hat dich nein, nicht angegriffen. Nein, ich mach's natürlich ne? Nicht. Ja. Aber hast du gemerkt, wie ich ausgerastet bin? Das war mir richtig unangenehm, als ich Spieler geschnitten habe. Wie? Ja, ich bin so ausgerastet, als ich den umgebracht habe. Ich habe mich gar nicht wiedererkannt. Ach so, ja, du warst auch völlig im Rampage-Mode. Ja, aber das war auch... Ja, die ist da oben noch. Ja, die kommt gerade runtergedackelt. Aber heute ist meine beste Voraussetzung, weil ich... dahin. Beste Voraussetzungen, weil ich wesentlich wacher bin, als noch bei der anderen Aufnahme. So, Fräulein Bergström, hier liegen ein paar Fackeln for you. Und zwar nur for you. So. Juhu. Ja, los jetzt, Jungs und Mädels. Jetzt gehen wir wieder in die gleiche Höhle, oder? Achso, wir können natürlich jetzt einfach mal runtergraben, ne? Ja, aber ich muss ganz kurz ein bisschen Essen hier ordern. So. Ordern City. Ja, sonst haben wir ja nie was. Wir haben ja nie irgendwas, falls dir das mal aufgefallen ist. Ja, was machen wir jetzt am besten mit der Höhle? Ja, wir gehen jetzt erstmal zu der anderen Höhle. Da war noch eine, als du ein Stück weiter gegangen bist. Ja, aber da müssen wir immer so weit latschen, das meine ich. Das ist doch eigentlich dämlich. Ja, wir graben uns hier bestimmt nicht einfach runter, das ist doch langweilig. Warum? Ja, nun komm. Wir wollen doch was erleben. Meinst du? Uah. Ja. Was eigentlich mit deiner Musik? Läuft das mal mittlerweile? Ja. Und was war das Problem?
Keine Ahnung. Ich glaube einfach, es gab Lieder, die sind total leise. Und dann gibt es Lieder, die sind total laut. Und da ich das relativ leise gestellt habe, habe ich das einfach immer nicht gehört. Nein, ein Creeper. Oh. Das sind zwei Skelette, ein Creeper und ein Zombie. Und Ender und alles. Ja, pass auf. Dann machen wir erstmal den Zombie weg. Und ich bin natürlich gleich tot. Wie soll das nicht anders sein? Oh. Ich wünschte mir, ich könnte Frau Bergström jetzt gerade hören. Weiter. So, okay, Skelett ist auf Rampage-Mode gestellt. So, einen Creeper haben wir schon mal. Nein, da ist noch einer irgendwo. Hä, wo war das? Oh, ich hab so Angst gerade, ne? Nein, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ja, ach Mensch. Ist nee, warte, ich muss. Ja, bin dabei. So, alles cool. Jetzt muss ich nur kurz warten, bis meine Herzen sich regenerieren und bitte keiner den Ender anguckt. Was machst du da unten? Ja, ich versuche hier, das blöde Skelett kann durch das Wasser. Oh nee, du Giftiger. Ey, du, hilf mir doch mal einer jetzt hier. Ja, ja, ich komme. Alter, du bist echt so ein so. Hier, ja, und da kreit er sich, weißt du, schön. Ey, ja, komm, ja, ja. Du wolltest Hilfe, du hast meinen Hund umgebracht, das ist ja wohl nur fair. Aber jetzt kann ich mir nämlich einen neuen machen. Wo ist denn der Ender? Ja, so, geht das. Nervosität 500, Alter. Ich bin auch gerade voll auf Rampage. Ich habe hier total die happy Musik gerade. Passt überhaupt nicht. Ich habe immer so eine ganz, ganz spannende Musik. Merkwürdigerweise zu allem, was ich mache. Hätte ich jetzt auch lieber. Boah, was war das? Ja, das ist ein Skelett. Ja, ja, ja. Ich sag ja. Mein Hund greift ihn an. Yes. Nein, ich habe meinen Hund geschlagen. Sorry, man. Kann man den Hund einen Namen geben? Ja, du kannst allen Neulings einen Namen geben. Wie mache ich das? Weiß ich nicht. Ach so. Irgendwie geht das, indem du dann, glaube ich, irgendwie mit Zauberbüchern und sowas. Hier rechts ist ja, okay, ein guter Freund von mir wieder. Ich nenne ihn einfach Wuffikus. Oder Fifi. Fifi, das war. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Okay. Ja, aber Fifi. Du willst echt in dieselbe Höhle jetzt nochmal, ja? Ja, nun komm. Wir können ja diesmal Creeper! Die Whoa! Alter, wie die Spinne auch wegge. Egal, der hat wenigstens die Spinne mitgenommen. Alter. Wo hast du den bitte vor mir gesehen, oder was? Weißt du was? Wir können ja einfach mal. Wir sind schon ja viel zu nachlässig. Wieso, was ist denn? Achso. Wegen hier und so. Wo ist denn die Höhle? Hier ist alles weggesprengt worden von einem Turm. Ja, dann lass mal ein Stück weitergehen. Da war noch eine andere Höhle. So, komm her, mein Lieber. In die Fresse! So. Ja, genau. Du bist auf dem richtigen Wege. Ja, ja. Ja, hier ist. Hier, genau. Das meinte ich. So. Hier ist wieder ein Skelettor. Und rein da. Ich glaube sogar, das ist die gleiche Höhle. Oh oh, Spinny. Nein, ich habe meinen Hund geschlagen. Schweinerei. Ah, ich glaube, hallo hier. Okay, alles klar. So. Ja, hier waren wir doch schon. Siehst du doch. Anhand des Lichtes. Wo? Oh Gott. Ey, der Hund ist echt hilfreich. So, pass auf, Wolle. Ich versuche gerade mal ganz kurz das Wasser hier einzukirkeln. So. So. Ja. Lässt sich auf jeden Fall, ich höre hier gerade so happy Musik, ist alles total entspannt gerade. Ich weiß gar nicht, was los ist. Warum hast du letztens bei den ganzen letzten Folgen so gekreischt wie ein Mädchen? Du warst der Monster. Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist total relaxed hier, was ist los? Kohle, nimm mal mit. Kannst du mir mal Backup geben, oder? Nee. Wo bist du denn überhaupt? Ich glaube, hier kämpft gerade jemand ganz hart. Ich bin's nicht. Oh Gott. Was denn? Frau Bergström ist, glaube ich, irgendwo gerade in Schwierigkeiten. Wo ist sie hin? Ist sie tot? Ich habe keine Ahnung. Oh nee. Nee, die ist nicht tot. Ah, wo denn? Guck doch mal auf den Boden, da sieht man irgendwo den Tag. Die ist weiter reingegangen. Okay. Oder sie ist beim Spawn. Nee, das glaube ich nicht. Das wäre eine Schweinerei. Skandalös. Weil ich glaube, sie ist hier längs und dann hier runtergegangen. Ja, guck mal, hier sind doch Fackeln. Guck mal, hier. Ja, weil wir da alle waren. Doch, jetzt sehe ich sie. Nein, da waren wir nicht. Nee, da oben. Hier oben ist sie. Da ist sie. Hallo. Ja, hier. Hallo. Ah, hier. Du hörst uns, oder? Ach, guck mal. Geht's dir gut? Geht's dir gut, dann nick mal. Oder brauchst du was zu essen? Hast du was? Du brauchst was zu essen. Ja, okay, hier. Hast du denn was? Hinter dir. Ja. Hier, komm doch mal hier runter jetzt. Ja. Lass mich mal ein bisschen Kohle abbauen hier. Oh, oh. Ey, ich höre den Zombie. Nein, ich höre ihn. Ich höre das doch, ich bin doch nicht blöd. Hörst du das auch? Nee. Nee. Ey, da unten ist ein Creeper, der brennt in der Lava. Und zwei Zombies. Ja, das ist ja kein Problem. Soll der doch explodieren. So, komm. Nein, ich habe meinen Hund umgebracht. Nein. Oh, was machst du denn? Ey, der, wenn er mir die ganze Zeit vor der Nase rumeiert. Aber pass auf, habe ich noch Knochen? Nee, habe ich nicht.
Fräulein Bergström, ich weiß, du hörst mich nicht. Du hörst mich, aber ich dich nicht, von daher kannst du nicht reagieren. Aber ich kann dir gerne nachher ein paar Ressourcen abgeben, das wollte ich eigentlich sagen. Hallo. Das sah so geil aus, als hätte sie gerade versucht, mit einem Stück Fleisch so ein Stück Stein abzubauen. Gut möglich. Ja, ey, passiert. So, pass auf, jetzt versuchen wir erstmal hier, warte. So. Und da hinten geht's auch Warum schon weiter. Warum sind hier so viele Hunde? Das verstehe ich gar nicht. Ja, wenn wir ein paar... Ist das dein Hund hier? Nee. Meiner ist... Ach, das ist Maries Hund. Quatsch hier. Was? Nix. Ja, du kannst ruhig Marie sagen, statt Fräulein Bergström, weil hier eh jeder ihren Namen sieht. Siehst du doch an dem... Ey, warte mal, hier unten ist einer, der hat einen... Was hat der da? Ja, sorry. Oh, Creeper direkt hier unten rechts. Wo? Hier, direkt unter uns. Oh, ich hab aus Versehen den Hund von Fräulein Bergström raufgestoßen. Nein, Vorsicht, ihr schubst euch runter. Oh, oh, Alter, ich bin gleich tot. Hat jemand was zu essen? Hast du echt nichts? Nee. Ja, dann hier. Also nur ein Stückchen, das wäre ganz... Du weißt, dass du vergiftetes Fleisch ruhig essen kannst, ne? Ja, aber doch nicht, wenn ich nur 3 Herzen hab oder 2,5. Haha. Nein. Hä, diese blöde Fledermaus, ey. Ich hab nichts zu essen bekommen, was erzählst du? Hat das Marie vielleicht gekriegt? Ist egal, ich esse jetzt das hier. Nein, Vorsicht! Nein, ich bin tot! Nein, hau ab! Oh, wie knapp, Alter, wie knapp! Ich geb jetzt noch anderes Fleisch hier. Nee, alles gut jetzt, hör auf, alles ist gut. Ist voll oder was? Ich bin völlig unter Strom gerade. Ja, was ist denn? Wie viel Energie hast du jetzt? Alles gut. Mann. Oh Gott, ich bin gerade völlig fertig, ey. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ey, sind wir in der gleichen Schlucht? Ja. Aber oh, warte völlig mal. An... Ich bin doch direkt vor dir gerade gewesen. Ja, ich sehe dich doch. Ja, gut. Warum fragst du mich dann? Ach, ja, natürlich ist das dieselbe Schlucht. Alles. Ja, erzähl doch nicht. Ey, wir müssten hier rüber. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, pass auf. Ich versuche mal, dass wir hier rüberkommen. So. Willst du rüberkommen, oder? Ja, ich wollte hier nur mal kurz... Oh, Creeper. ...so ein wenig von hinten checken. Ich versuche ihn mal eben schnell wegzumachen. Ja, soll er doch explodieren. Da ist doch nichts. Vollidiot. Fackel nicht vergessen. Oh nein. Ey, sind 2 Creeper auf einmal genau neben mir explodiert. Super. Okay, ich mache jetzt mal hier kurz einen auf, wie hieß denn mal Vertical Limit? Okay, alles klar. Gut. Ey, was soll das? Ey, bitte, wenn ich noch einen Pfeil abkriege, bin ich tot. Ja, warte, den müssen wir kriegen. Wo ist denn jetzt Marie schon wieder hin? Die ist weg, ne? Ich weiß es nicht. Ja, die ist 100%ig tot. Ah, nee, das war ein Zombie. Ja. Ey, jetzt mal ganz ohne Witz, ne? Ich bin gleich tot. Ja, willst du noch mal Fleisch haben? Hier, nimm. Ist das gebraten? Ja, sicher. Oh, du bist ja der King, Alter. Ja, normal. So, ja gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Hast du hier gerade was abgebaut oder ist hier ein Creeper explodiert? Hier sind 3 Creeper explodiert. Nee, das ist meins, ne? Was? Ja. Achso, Entschuldigung. Was? Ja, dann nimm du das, ich nehm das hier. Ja, okay. Aber ich muss. Oh. Aber wenn das bei dir mehr ist, dann ist es auch meins. Vor allem, wir teilen doch sowieso. Ach, stimmt. Ach, ja. Ja, wobei. Ich wusste, dass das kommt. Irgendwie nein, ich schwöre dir, wirklich. Alles gut. Bist du Einzelkind? Nee. Sonst hätte ich mir das gut vorstellen können, tatsächlich. Ach, Quatsch. Oh. Alter, was machst du da? Ja, Spinne. Ich würde gerne mal in so einen Minenschacht irgendwie langsam kommen. Ja, dann müssten wir ein bisschen weiter runter, glaube ich. Ja, ich... Oh, Creeper. Und da ist sogar noch eine Sackgasse. Sehr geil. Ich versuche mal nicht so oft zu explodieren. Das wäre ganz cool. Sackgasse. Ja, wieder zurück. Also, es ist traurig, aber ich glaube wirklich, dass Marie tot ist. Das glaube ich nicht. Kurze Schweigeminute vielleicht. Gut, reicht. Nee, um Gottes Willen. Die kommt gleich wieder. So, jetzt lass uns mal eben nach unten gehen. Ja, aber da unten ist halt Creeper und alles, ne? Ja, also ist ja egal. Unten ist halt so. Rampage. So, dann machen wir uns mal hier runter. Boah, du mieser Alter. Ah. Okay, hier sind wieder auf jeden Fall eine ganze Menge Leute, die runterfallen. Das ist ein bisschen nervig. Ja, ist alles gut, jetzt komm. Ja, wohin denn? Ja, runter. Ja, wo bist du denn? Wie bist du denn da so schnell runtergekommen? Ich mache uns gerade einen Gang da unten. Ah, okay. Ach, du Scheiße. Du bist so blöd, da ist so viel los. Ja, ich weiß. Alles klar, das war's. Das ist mein Ende. Und hier unten ist auf jeden Fall auch Marie gestorben. Nein!